Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Und unsere Dame hat jetzt ihre Kinder angepasst und das Haus. Ich habe jetzt einfach mir mal die Freiheit genommen, das hat jetzt bestimmt auch eine halbe Stunde gedauert, hier auch schon mal alles kindgerecht zu machen. Also ich habe jetzt hier erstmal so ein Bett. Ich fand das so cool, ne? Also dieses Tierbett mit diesen Knochen. Ich habe beschlossen, Aya mag ja blau. Hier hat sie natürlich ein Foto vom Papa und von der Katze, ne? Also das, was man halt so alles braucht. Das bekommt Danik dann auch noch. Hier habe ich so einen Kunsttisch noch mit eingebaut. Hier habe ich so ein Kinderset, wo die dann doktoren können. Hier draußen habe ich jetzt so einen Spieltisch hingebaut und so einen Experimentiertisch. In Danek seinem Zimmer habe ich auch schon mal angefangen. Ich habe mir hier mal so zwei verschiedene Gardinen genommen. Ich habe jetzt größtenteils die Möbel von Aya einfach hier rübergestellt, die sie jetzt, ich sag mal, nicht mehr braucht, jetzt wo sie ein bisschen älter geworden ist. Und einmal hier unten habe ich jetzt einfach erstmal provisorisch Toilette und sowas hingebaut und noch ein Töpfchen. Ich habe jetzt hier mal das Puppenhaus hingetan, weil es ja so ein bisschen für beide auch ist. Hier steht überall noch das dreckige Geschirr. Und ich habe jetzt in der Küche einfach mal alles hier weggeknallt, ne? Und neue Theken hingestellt und hoffe, dass das jetzt nicht mehr verbuggt ist. So, ich sehe, hier können wir schon neu ernten. Das machen wir dann auch. Erstmal, ah ja, habe ich jetzt erstmal so designt. Die gute ist ein bisschen, ja, sie kann ein bisschen Sport treiben, sagen wir es mal so. Ich fand das ganz cool, weil sie ja so der sportliche Typ ist. Also vom Gesicht her, ich sage jetzt mal, es ist okay. Es gibt ja wirklich noch hässliche Sims. Ich habe, was ich ganz cool fand, sie hat so einen blauen Anhänger an der Brust, ne? Also das ist ihr Glücksbringer so. Dann, weil sie halt so sportlich ist, also einmal eine Jogginghose natürlich, und dann die Haare hier zusammengebunden. So, und Danik. So. Der ist voll süß geworden. Der hat so ein Autohemd. Finde ich ganz cool. Der sieht ein bisschen psycho aus im Gesicht noch, aber das sehen die kleinen Kinder ja irgendwie immer. Ich fand, es gab einfach keine schöne Hose, die dazu gepasst hat, aber ich wollte unbedingt dieses Hemd haben, weil das so cool ist. Ja, und dann hat er bunte Schuhe noch dazu bekommen. Ja. Habe ich so erstmal genommen. Ich habe auch die Frisur geändert. Puh, der hatte ja so einen Strubbelkopf. Ich habe jetzt mal das Neue hier genommen. Meine Maus reagiert manchmal nicht mehr ganz so richtig, aber das kennen wir ja schon. Ja, liebes Mausrad, ich möchte hier die Ansicht drehen. Dankeschön. Ich werde jetzt erstmal die Alte ins Bett schicken. Was ist hier los? Okay. Alles klar, ne? Geht schon mal nicht. Da war's, wir machen das jetzt weg. Dann, Kinder mögen ja Sonne und Sonnenschein, habe da kein Problem mit, habe ich jetzt beschlossen. So, die Alte geht jetzt ins Bett. Hatte ich schon wieder vergessen, dass sie das tun soll. So, sie macht mal kein Nickerchen und er ist ja selbstständig und kann jetzt mal aufs Töpfchen gehen. So. Jetzt ist die Frage. Die können gleich mal zusammen am Puppenhaus spielen. Mit Puppenspiel. Sie räumt auf. Sie ist geil. Okay, das machen wir. Danik hat die Töpfchenfähigkeit erworben. Das ist schon mal schön. Stimmt, sie kann sich hier auch so ein Stück Kuchen. Also sie hat mal Nieren bekommen. Ist das schön. Räum das auch mal auf. Kannst du denn schon Blumen gießen? Nein, kannst du nicht. Schade. Die Katze schläft hier ganz entspannt. Ja, das Kind ist Bombe. Tischdecken mit ungezwungene Location blau. So, das Kind darf den Tisch decken. So, hier ist noch mehr. Jetzt macht sie das da oben. Ja, ich glaube, Hausaufgaben müsste die auch mal machen, die Alte. Aber das machen wir noch.
Erstmal soll sie mit ihrem Bruder Puppen spielen. Das finde ich ein echt guter Plan, deswegen machen wir das. Mit Puppen spielen. So, weil ich habe beschlossen, dass die beiden Geschwister sich echt gut verstehen. Mit Puppen spielen. Ja, eingeräumt hat sie das hier oben schon mal nicht. Da machen wir das jetzt so. Sie hat zwei Tische gedeckt. Das hat die ja echt toll gemacht, ne? So, jetzt kommt Danik. Nein, die Katze kommt. Wo bleibt Danik denn? Das ist so ein Trödler, ne? Weinen. Hattest du einen Töpfchenunfall? Oh nein. So, jetzt haben wir nämlich die nächsten, die wir hier leveln müssen. So, Danik hat die Kommunikation erworben. Das ist ja interessant. Mit Puppen mitspielen, bitte. Jetzt komm hier hin. Kannst du noch nicht Treppen laufen? Herumlaufen. Okay, was machen wir denn dann mal? Stapeln kann er aber schon, oder? Stapeln? Kannst du mit Danik zusammen? Danik Stapeln beibringt. Das ist geil. Das machen wir. So, hör mal auf, hier rumzulaufen. Du kommst mal hoch. Ja, warte, wo ist denn die Katze? Wir können ja die Katze mal beglücken. So, Katze. Streicheln. Umarmen. Gucken wir mal, wie sie das macht. Reden. Wir reden mit der Katze, ist immer ein guter Plan. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Diese Größenverhältnisse. Aber es ist niedlich, oder? Muss man sagen. Ist schon süß. Huch. Diese Mauern hier, ne? So, dann gehst du mal hier hin. Und darfst Danek die Firme. Nicht Firme. Die. Doch, nein, die Blöcke beibringen. Oh. Die Geschwister untereinander. Jetzt muss ich doch mal die Wand wieder hochmachen. Ey Mann, der hat echt eine tolle Schwester, ne? Das ist ja schön, Mensch. Dann müsste die auch gleich sozial lernen, oder? Ich meine, das ist ja wirklich mega super sozial, hier dem Bruder alles beizubringen. Und dabei zu reden. Danik ist immer noch traurig, das ist ja doof. Die Mama schläft erstmal ganz entspannt, also ich. Und meine Tochter, die bringt dann meinem Sohn alles bei. Der Aya ist ein Allround-Talent. So, jetzt machen wir das aber mal so. Blätter verwenden. Dann darf sie sich ein Stück von der Torte nehmen. Immerhin ist das ja ihre Geburtstagstorte. Dann darf sie ein Schaumbad nehmen. Und dann kann sie, glaube ich, auch schlafen gehen. So, du kannst mal mit der Katze streicheln. Du kannst mit der Katze streicheln. Deutsch. Chiro und Deutsch. Ach so. Brüstliche Umarmung. Oh. Danik hat Freundschaft mit Mira geschlossen. Oh. Mira tröstet ihn. Ist das wirklich? Das ist geil. So, ich habe Geld verdient, während ich im Bett liege. Das geht mir zu Hause auch immer so. Nachmachen. Okay, was auch immer, Fantasiefähigkeit. Rabbeln. Okay, geh mal aus dem Bad raus. Ich glaube, deine Schwester möchte. Wobei, du kannst mal nebenbei aufs Töpfchen gehen.
Der Bruder kackt erstmal, während die Schwester so schön in der Badewanne spielt. Und die Katze ist auch mit dabei. Alles perfekt. Ja, Katze, entspann dich mal. Danach kannst du mal herumlaufen. Ja, Mutter, was geht denn? Bei der Mutter geht so einiges. Die Mutter kann ja gleich auch noch dazu kommen. Guck mal, Toilette verwenden, nachdenklich duschen. Oh. Ich würde nämlich mal anfangen. Hier, sie ist zu angespannt. Das ist jetzt nicht so geil. Es gibt eine Badewanne, womit man sogar Spaß bekommt. Dann darfst du auch ein Stück nehmen. Auch ein Stück nehmen. Kommst du denn da dran? Wir gucken gleich mal. So, alle Familienmitglieder hier drin. So, du gehst schlafen. Das ist ein echt guter Plan. So um 19 Uhr kann man schon mal ins Bett gehen. Das ist vollkommen normal. Warum schämt sie sich denn? Sie schämt sich doch gar nicht. So, alles gut. Außerdem hat die Mama hier die ganze Zeit das Kind gebadet und alles. Da braucht das Kind sich doch gar nicht zu schämen. Ist doch völlig normal. Sie braucht echt Spaß, ne? Also, so Danik. Ja, lauf mal herum, bitte. Herumlaufen. Weil ich glaube, wenn er Level 2 erreicht hat, kann er Treppen laufen. Okay, stapel mal bitte. Gut. Du darfst dabei den Comedy-Kanal schauen. Nein, du möchtest hier auch nicht abhängen kommen. Glaub mir, das möchtest du nicht. Wobei, wir können jetzt ehrlich mal die Familiengruppe machen, ne? Gruppe erstellen. Familie. Eine Gruppe nur für unsere offene Familie mit den ganzen Vätern. So, nur Eingeladene. Treffpunkt der Gruppe ist natürlich das hier. Livers Woche 3. Er hat bei mir natürlich Chihiro Woche 3. Da holen wir einmal den Leander mit rein und den Joaquin. Oh, rot ist auch nicht so geil. Dann Aya. Und Danik kann noch gar nicht rein. Das okay. Anforderungen. Familienstand. Okay, was? Sowas ist gut. Wähle eine Aktion. Ich finde das immer ganz geil. Hobbys. Zusammen Fernsehen gucken. Spiel und Spaß. Ist das hier? Kartenspielen. Schachspielen. Videospiele spielen. Wir sind eine Gamer-Familie. Das ist einfach so. Pappspiele. Ja, wir gucken mal. Unfug und Chaos. Lieber nicht, ne? Draußen. Frösche suchen, Garten pflegen, Sprungbett schwimmen, am Feuer abhängen, sozial freundlich sein mit Gruppen. Und zwar unsere. Oder auch nicht. Also bald mit jedem freundlich, okay. So, Kinderaktivitäten. Im Schrank spielen, ja klar. Häusliche Aktivitäten, Baden, Fernsehen. Fernsehen ist auf jeden Fall mit dabei. Was haben wir noch so? Essen und Trinken. Backen, Essen. Essen ist auch mit gut. Essen ist immer gut. Gibt es hier noch was? Warte mal, Kunst und Musik. Malen, Musik hören, singen. Ja, ich weiß nicht. Hobbys. Lesen, Programmieren, Raumfahrttechnik. Irgendwas brauchen wir noch. Wir nehmen Kartenspiele einfach mit dazu. So, was wir schon mal nicht machen, ist, dass wir gemein sind. Gemein. Wir kämpfen nicht. Dann erschrecken wir niemanden. Und naja, Techtelmechtel. Ich weiß ja nicht. Kinderaktivitäten auch nicht. Häusliche Aktivitäten. Draußen. Objekte stehlen machen wir schon mal nicht. Und Objekte sabotieren auch nicht. Ja, dann haben wir doch die perfekte Gruppe. So. Oh, wir brauchen noch ein Symbol.
Haben wir denn hier so ein Familiensymbol? Nee, ne? Nehmen wir das Kaffee-Ding. Oh, Gruppe Familie, das ist ja schön. Kann man mich auch bald. Was geht denn bei ihr jetzt? Du musst auf Toilette. Warum machst du das da nicht? Die Toilette verwenden. So, dann starten wir doch gleich die Versammlung. Und wir können uns schon was kaufen. Oder auch nicht. Gruppenstatus. Wir sind eine beliebte Gruppe. Weil wir so geil sind. Dann, Alte, jetzt geh auf Toilette, bitte. So. Zusammen aktuellen Kanal schauen. Der Papa kommt! Der Papa kommt! Oh, mein Sohn ist echt gut gelungen, ne? Also. Ja, der kann sich sehen lassen, der Gute. Den habe ich gut hingekriegt, meine Freunde. Ach, sieht schon schön aus so. Der Papa. Weißt du was? Lustige Gesichter schneiden. So, der Danek möchte Kontakt mit seinem Papa haben. Kontakt zu anderen Vampiren passt nicht. Passt ganz gut. Rabbeln. Liebevoll umarmen. Oh, der Papa ist hier. Oh. Ohohoho. Essen. Macht der Papa ihm jetzt Essen? Um Essen bitten. Das ist ja schön. Macht er das jetzt auch? Nein, er setzt sich hin und guckt Fernsehen. Geil. Oh, jetzt kommt er doch. Egal. Kannst du jetzt mal runtergehen? Klappt das jetzt? Ist deine Bewegung soweit? Ich weiß es nicht. Ja, müsste jetzt funktionieren, ne? Okay, einen Kuchen zu essen ist vielleicht jetzt auch nicht die beste Idee, die sie hatte. So, aber wir können ja mal Abendessen servieren. Chili. Oh, geil. Nein, wir machen einen Grillkäse. Oh. Grillkäse passt schon. Wir packen am besten die Torte mal in den Kühlschrank. So, und du isst mal keine Torte. Wo ist der Papa denn jetzt? Ist jetzt oben? Und der geht einfach ganz nach oben. Ist doch kein Problem. So, dann darfst du mal zuschauen, bis die Mama da fertig ist. Danek ist ein hilfloses Kleid. Oh, Danek ist echt wütend. Ja, Mama, wenn du dich mal beeilst. Nur dann. Zusammen ein Gericht nehmen. Okay, und du nimmst dann die Portion, die die Mama hier schon mal hingestellt hat. So richtig mitgedacht natürlich. Oh, mein Energy ist leer. Aber ich habe noch einen kleinen Schluck Cola hier, das ist ganz praktisch. Wo geht Danik jetzt hin? Statt dass der sich hier einfach mit hinsetzt, ne? Nein. Oh, der Vampir ist auch. So, wenn Danek gegessen hat, kann die Mama ihn, glaube ich, mal in den Schlaf lesen. Und dann kriegt er nämlich Fantasie. Und wir müssen mal gucken, ob wir uns hier irgendwie ja, fortbilden mit dem Programmieren. Ich würde gerne aufsteigen. Yo, die machen den Bro-S-Wettbewerb. Bro-S-Wettbewerb, ey. So. Freundlich. Erziehungstipps. Ist immer ein guter Plan. So, über Interessen reden, schmeicheln, über Gourmetspeisen reden. Das ist natürlich ganz klar. Vampir-Lebensstil loben. Unglaubliche Geschichte. So. Weißt du was? Du gehst allein ins Bett. Das passt schon. Auch schlafen. Wobei, kannst du nicht von Joaquin eine vorgelesen bekommen? Nein, kann er nicht. Das ist ja eher ärgerlich. Aber vom Papa. Hör mal auf, mit dem Papa zu reden. Er muss eine gute Nachtgeschichte lesen.
Geht das jetzt? Hilfe? Nein. Freundlich? Nein. Wir probieren das nochmal. Sitzen. Eine gute Nachtgeschichte, Papa. Oh, der Papa macht es. Oh, wir haben einen geilen Papa. Okay, dann Katze. Streicheln. Liebe spüren. Kommt immer gut bei der Katze. Eine intellektuelle Diskussion. Hatten wir schon lange nicht mehr mit der Katze. Oh. Er freut sich voll. Ist das cool. Mensch, das ist ein echt fürsorglicher Papa. Gefällt mir der Typ. Da habe ich auf jeden Fall den richtigen ausgesucht. Boom. Wir machen mal Bro und alles mit der Katze. Und dann... am besten programmieren, Spiel modifizieren, programmieren üben. Wir üben einfach mal programmieren. Das ist, glaube ich, die beste Methode. So, der schläft. Dann können wir die Versammlung jetzt aufhören lassen. Versammlung enden. Was mich nervt, dass diese Gruppenpunkte irgendwie zurückgesetzt werden. Aber ich finde ganz cool, dass wir die Versammlung einfach starten und dann sind die Papas hier. Das ist ein ganz guter Plan. Das machen wir so. So, während nämlich die ganzen Kinder und alle schlafen, kannst du nämlich ganz entspannt programmieren üben. Und dann werden wir vielleicht sogar befördert morgen. Dann können wir nämlich E-Sportler werden und müssen nur noch Videospiele spielen. Ich würde ihn am liebsten einziehen lassen, aber ich weiß nicht. Die Sache ist, dass... also der ist mal entstanden aus einer Familie, wo ich halt ein Kind gemacht habe und er ist halt das Kind. Und da habe ich halt schon viel mit dem Kind gespielt, sage ich mal, dass da auch diese ganzen Sachen halt oben sind. Und deswegen wäre das halt irgendwie so ein Vorteil, den ich hier nicht ausnutzen möchte. Deswegen lasse ich den nicht einziehen. Ich möchte das mit dem Danik machen. Also ich finde, das klappt immer ganz gut mit Vampir-Sims. So abgeschlossen, okay. Die ist müde. Aber geh mal schnell die Toilette verwenden. Eine erfrischende Dusche nehmen. Eigentlich wollte ich die Umgebung noch absammeln. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. So, wir können aber noch mal schnell einen Frosch züchten. Ich möchte nämlich jetzt die nächste Miete ansparen. Dass wir immer so 5000 im Petto haben, das wäre schon eine gute Idee. Oh, die Tochter ist wach. Die ist gerade fleißig, aber sie kann erstmal Hausaufgaben machen. Sie ist so ein Streberkind, deswegen passt es ganz gut. So, und die Mama kann dabei helfen. So, die Mama kommt da mal hier hin. So, hallo? Bei Hausaufgaben helfen. Weil dann können die Kinder das, glaube ich, besser. Und danach räumen wir den ganzen Kram hier am besten mal weg. Das finde ich cool, dass sie dann konzentriert ist bei Hausaufgaben. Auf einem Spielturm spielen. Oh, da müssen wir noch mal gucken, dass wir das schaffen. Oh, es ist schon 5 Uhr morgens, ey. Scheiße. Oh, verdammt. Erziehung Level 6. Das ist schon mal gut. So, wir möchten ein Lunchpaket zubereiten. Und zwar Erdnussbutter-Gelee. Nee, Thunfischsalat. Das ist geil. Das kann die Tochter dann mit zur Schule nehmen. Sie dann nicht bald mal fertig? Verantwortung. Sehr schön. Okay, dann bist du fertig. Sehr schön. Kann sie jetzt schon Zusatzaufgaben machen? Nee, ne? Schade. Konfliktlösung, so das müssen wir alles hochkriegen. Aber erstmal, ich glaube, sie soll konzentriert in die Schule. Naja, das kriegen wir nicht ganz so gut hin. Jetzt mal auf die Toilette. Darfst nachdenklich duschen. So, sie macht jetzt noch das Lunchpaket und dann geht sie am besten nochmal ins Bett. Er geht jetzt joggen oder was? Nein, er bringt unseren Müll raus. Geil. So, ich werde bei der nächsten Schicht erwartet. Das ist natürlich nicht ganz so geil.
So, wir gehen dann aber mal schlafen, bis wir. Halt, stopp. Wir machen ein Techtelmechtel mit unserem Mann und gehen dann schlafen. Was macht sie denn jetzt? Mich jetzt verarschen? Ja, genau, das ist eine Idee. Wie lange ist denn das haltbar? 9 Stunden. Dann nimmst du mal ins Inventar und dann hast du schon mal mit Liebe ein Sandwich von Mama dabei. Ich finde das voll cool, dass das geht. Du brauchst eine Mülltonne. Habe ich keine? Hier steht doch eine. Nach weggeworfenem Spielzeug suchen? Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Aber dann kannst du schon mal spielen gehen. Das ist nämlich keine schlechte Idee. Kann sie die Sachen auch einsammeln eigentlich? Wir müssten unsere Pflanzen mal gießen eigentlich. So, die machen da jetzt fleißig Tiki-Taki. So, bewässern. Oh verdammt, wir werden so müde sein, wenn wir die zur Arbeit gehen. Oh. Okay, ich muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Okay, jetzt kann ich die auch ernten und neu pflanzen und alles. Aber wir können schon mal Frösche züchten. Kann man auf der Arbeit nicht sogar schlafen? So. Aber es hat sich gelohnt. So, fang schon mal an zu pflanzen. So. Das wären dann zumindest meine 8 schon mal. Ich weiß nicht, ob Livers auch welche möchte, sonst hätte ich ihm auch welche gemacht. Bewässern. So, du bist bitte mal sehr vorbildlich. So, Danek, wie sieht's aus? Ja, das geht noch. Der Papa ist jetzt einfach hier. Räumst du auf? Das finde ich aber nett von dir. Ey, der ist echt Bombe, der Typ, ne? Ich behalte den hier. Den behalte ich. Ja, Mann, ich behalte meinen Mann. Der macht ja alles sauber. Der ist so gut. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Jetzt gieß noch mal schnell die Blumen und dann geh zur Arbeit. Perfekt. Danek geht dann zur Tagespflege. Dann passt das. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Wenn man die. Schränke hier nicht sieht. Zur Tagespflege schicken. Badeschlichter alle. Ich glaube, ich habe das im Bad nämlich noch vergessen. So, du darfst auch mal fleißig arbeiten. Müsste ja trotzdem noch funktionieren, ne? Danek hat die Denkfähigkeit in der Tagespflege erworben. Das ist gut, dass das da auch gelevelt wird. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, im nächsten Part müssen wir hier fertig werden. Bis jetzt bin ich mit 4 Parts immer gut gefahren. Wir werden diesen Typen hier nicht los. Das ist zwar geil, aber der hält jetzt voll das Gameplay auf. Ich finde gut, dass der hier ist, ne? Das ist keine Frage. Ich meine, der räumt hier auf. Macht der auch die Toilette sauber? Der hat auch die Toilette sauber gemacht. Der ist toll, der Mensch. Warum ist denn die Lampe hier an? Den Geist oder was? Hä? Die Katze ist da. So. Ah, gucke mal, glücklich mit Liebe verpackt. Und das finde ich echt cool in Sims. Also, so Kleinigkeiten, das ist schon ganz geil. So. Sie hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht. So, Hausaufgaben machen. Das Erste, was du machst, wenn du von der Schule kommst, ist nämlich ein vorbildliches Kind. Wo ist der Papa? Der geistert hier irgendwo im Haus rum. Da. Der hat keine Ahnung von Boxen. Ich möchte, dass der mir bei den Hausaufgaben hilft. Oder meiner Tochter besser gesagt. Hallo? Wo geht denn das? Aktion. Auch nicht lustig, auch nicht. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht.
So, meine Alte, die schläft ein bei der Arbeit, aber das ist überhaupt kein Problem. Immerhin können wir hier die Möglichkeit bekommen, befördert zu werden. Wir haben noch eine Ingame-Stunde, da schauen wir mal, was da noch geht. Oh, das finde ich auch cool. Übrigens, man kriegt hier zum Beispiel glückliches Kleinkind, ey, Kleinkind, ne? Weil die Fähigkeiten alle auf Level 3 sind. So, wir pausieren hier aber erstmal. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Ey, geh nicht weg. Und damit erstmal ciao und bis zum nächsten Part.